Hallo zu Tag Nummer 3 meiner Serie über Musikproduktion. In dieser Megaserie werden wir in 30 Tagen einen kompletten Song produzieren. Das heißt, ich arrangiere die Rohspuren der Band noch etwas aus. Ich nehme weitere Instrumente auf und ich werde den Song natürlich komplett abmischen, zusammen mit dir. Gleich zu Beginn, wenn du dich für Musikproduktion interessierst, selber eigene Songs machen möchtest, aber noch nicht so richtig weißt, wo du starten möchtest, dann empfehle ich dir als erstes mein PDF mit vielen Tipps über Musikproduktion. Welche DAW sollst du verwenden, also welche Musikproduktionssoftware, wo findest du Session-Musiker, wie kannst du deine Musik am besten veröffentlichen. Dieses PDF, da habe ich dir viele Tipps zusammengestellt, das habe ich unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Und jetzt geht's los. Nochmal kurz rekapitulieren, in den letzten 2 Tagen haben wir als erstes das Arrangement hier sauber gemacht, das heißt, wir haben die Mix-Preparation gemacht, wir haben uns Übersicht verschafft und gestern habe ich dann die Drums eingespielt. Also falls du das nicht gesehen hast, unbedingt die ersten 2 Teile auch noch anschauen, dann kannst du hier viel besser einsteigen. Und heute kommt der Bass dran. Ich selbst bin kein Bassist und habe auch keinen Bassisten zur Hand im Moment, deswegen werde ich den Bass programmieren mit einem hochwertigen virtuellen Instrument und das kommt heute von Native Instruments. Und das ist der MM-Bass. Ich leite mir hier halt gerade rein. Ich mache also eine neue Spur auf. Wir gehen hier in den Contact-Player rein, in dem Fall Mono, weil es ein Bass ist. Und ich lade mir hier diesen MM-Bass rein. Das ist ein hochwertiger, gesampelter Bass aus den 70ern von Bernard Edwards. Der hat bei Chic gespielt, für die ältere Generation, der das vielleicht noch sagt. Also klingt wirklich sehr schön, das Instrument. Und wenn du den hier reingeladen hast, kannst du auch gleich starten zu performen. Und dieses Instrument hat sehr viele Artikulationsmöglichkeiten. Das gefällt mir gut. Ich gehe ganz kurz mit dir diesen virtuellen Bass hier durch und zeige dir so ein bisschen, was er kann. Und dann fangen wir an aufzunehmen. Also ich gehe hier als erstes meines Player Profile. Pop und Country, Soul und Funk, Rock und Retro kann man nehmen. Da ändere ich jetzt erstmal nichts. Es ist hier noch kein Amp an dem Bass. Das muss ich später dann beim Mischen machen. Aber was ich an diesem Instrument so mag, ist, dass es wahnsinnig viele Artikulationsmöglichkeiten hat. Ich kann also hier zum Beispiel Slides spielen, indem ich auf das Sustain-Pedal drücke, zum Beispiel so. Okay, das ist sehr realistisch. Es werden auch immer andere Samples abgespielt. Ich kann Hammer-On- und Pull-Off-Techniken machen. Ich kann Slides auf Halbnoten und ganze Noten spielen. Ich kann sogar Trills spielen, wenn ich möchte. Also das ist nicht schlecht. Ich kann Legato-Noten spielen, indem ich eine Funktionstaste hier gedrückt halte, also wenn der Bassist die Noten ausklingen lässt. Und ich kann sogar den Pickup-Clap simulieren, also wenn der Bassist bei gehaltenen Saiten oder gemuteten Saiten auf den Korpus schlägt. Hören wir uns nochmal die Originalspuren an. Das sind ja nur 2 Kontrabässe oder 2 Shelly mit den Original-Drums zusammen. Um das ein bisschen knackiger zu machen, habe ich jetzt gestern schon die Drums neu eingespielt und dann klingt es so. Und ich finde, hat der Song schon, oder diese Refrain ja schon wesentlich mehr Drive, weil ein Grundgroove da ist. Aber diese Bässe hier, die will ich einfach nicht haben, sondern ich will zusammen mit den Drums ein ordentliches, bisschen groovigeres Fundament schaffen. Und dazu möchte ich jetzt den Bass einspielen. Das heißt, ich gehe einfach in meine Spur vorne rein. Meine Idee ist, dass ich in der ersten Hälfte vom Vers noch nichts spiele. Und dann fange ich erst hier in der zweiten Hälfte des Verses an zu spielen und versuche mich dann so gut wie möglich an die Drums zu halten, damit ich ein sauberes, tightes Fundament für diesen Song wirklich habe. Also legen wir mal los. Thank you.
Okay, ich möchte noch kurz eine Stelle zeigen, wo ich einen Punch-In machen möchte. Das heißt, ich möchte an dieser Stelle nochmal was nachspielen, was anders einspielen. Und zwar ist das diese Stelle, wo das Schlagzeug einen Break spielt und der Bass ist da so ein bisschen im Weg. Deswegen möchte ich da weniger spielen. Ich kann es dir mal kurz vorspielen. Diese Stelle hier meine ich. Ja, da spielt das, spielen die Drums einen Break und der Bass fummelt da irgendwie dazwischen. Deswegen möchte ich in diesem kleinen Interlude hier, in diesem Zwischenspiel, ein bisschen weniger Noten spielen. Und das mache ich jetzt über einen Punch-In. Das heißt, ich werde nur diese Stelle jetzt auswechseln. Das ist in jeder DAW ein bisschen anders, aber jede DAW sollte es haben. Du siehst hier, ich habe hier Punch-In aktiviert und ich gehe jetzt hier in Logic zum Beispiel auf Aufnahme. Und jetzt kann ich hier einstellen, was passiert, wenn ich eine neue MIDI-Spur einstelle. Und ich habe jetzt hier, oder wenn ich einen Punch-In einstelle, ich habe jetzt hier Take-Ordner erstellen. Das heißt, er wird mir die alte Spur jetzt nicht löschen, sondern er wird mir einfach diese Spur auswechseln oder neu einspielen, die ich jetzt neu einspiele, und wird mir dann anbieten, zwei Versionen. Und dann kann ich immer noch raussuchen, ob mir vielleicht die erste doch besser gefallen hat. Also ich werde jetzt einfach ein bisschen weniger spielen, nur bei dieser kleinen Stelle hier. Und er nimmt nur diese Stelle auf, alles andere belässt er. So, was du jetzt sehen kannst, ist, dass er mir einen Take-Ordner hier erstellt hat. Ja? Das ist die ausgewechselte Spur, die alte ist auch noch da. Und mir gefällt das so gut, das ist in Ordnung. Ich wollte jetzt einfach weniger spielen und es clasht nicht so mit den Drums. Ich mache das hier einfach wieder aus. Und was ich jetzt hier machen kann, ist auch entpacken in neue Spuren. Das ist jetzt ein bisschen Logic-spezifisch. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Bassspuren. Und um die Spur jetzt auszuwechseln, schaue ich einfach, dass ich mir hier mit keiner ins Gehege komme, ja, mit keinem anderen Basston. Da kann ich hier einmal schneiden und wenn die Stelle vorbei ist, kann ich hier auch noch einmal schneiden, vielleicht hier, na, hier an dieser Stelle. Und da schneide ich hier einfach auch, ich schneide dann oben diese Bassstelle praktisch raus. So, zack. Und jetzt habe ich meine neue Spur hier einfach eingefügt. Und jetzt kann ich sie hier noch praktisch zusammenschweißen. Und jetzt sollte die Stelle hier ausgewechselt sein, ohne dass man groß was merkt. Okay, ich bin fertig mit meiner Bassaufnahme und auch hier wie bei den Drums, die ich über E-Drums getriggert habe, muss ich natürlich immer ein bisschen nachbearbeiten. Du musst zum Beispiel darauf achten, dass keine MIDI-Noten überlappen hier, weil das kann ein echter Bassist nicht machen. Zum Beispiel, wenn du umgreifen musst, dann erklingt teilweise gar kein Ton. Okay, oder die Töne werden ein bisschen verschluckt und es klingt seltsam. Also auf sowas musst du achten und du musst schon so ein bisschen Erfahrung haben, wie spielt eigentlich ein echter Bassist, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und was mit einem echten Instrument nicht möglich ist, wird er auch nicht dir simulieren oder wird er dir auch nicht nachspielen. Und deswegen musst du da immer ein bisschen nacharbeiten. Ich habe es auch wieder ein bisschen quantisiert, weil mit der Tastatur über den Bass spielen, mit so einer leichten Latenz, ist auch immer ein bisschen schwierig. Für mich ist immer sehr wichtig, dass sich der Bass mit der Bassdrum sauber einloggt. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber ich möchte, dass der Bass, gerade bei so einer Produktion, jetzt hier sehr sauber auf der Bassdrum sitzt, damit man ein tightes Gefühl hat, dass der Bass nicht irgendwie zu viele Breaks spielt, weil sonst kann es wirklich sein, dass dir die Rhythmusgruppe auseinanderfällt und damit der ganze Song. Ich zeige dir mal kurz ein paar Beispiele. Zum Beispiel hier Takt 55, das ist der erste Refrain. Hier dieses kleine, das ist, manchmal mag es lächerlich vorkommen, dieses kleine Teil hier, dieser kleine Lick hier. Da, 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 da. Ja, wenn der Bass hier jetzt irgendwie eine wilde Figur drüber spielt, dann fällt dieses Ding auseinander. Und das ist einfach nicht gut. Auch beim Ende zum Beispiel, so kannst du arrangement-technisch jetzt Spannung oder Dynamik erzeugen, wenn der Bass bei großen Breaks wirklich mitspielt mit den Drums. Zum Beispiel hier, wenn es in die Bridge reingeht.
Die gehen also hier in den Halftime-Teil rein und die Drums spielen dam, 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 ja, Triolen. Und da gehe ich mit dem Bass jetzt auch nochmal mit, um einfach diesen großen Break hier zu unterstützen. Ich schaue jetzt, dass ich noch einen schönen Amp finde für meinen Bass. Den nehme ich mir aus Logic selber, dass der ein bisschen runder klingt und hier nicht so trocken kommt. Du denk dran, wenn du dich für Musikproduktion interessierst, lad dir mal ein PDF runter. Tipps für Musikproduktion. Wo findest du Session-Musiker? Wie kannst du deine Musik veröffentlichen? Welche DAW passt zu dir? Habe ich unten im ersten Kommentar angepinnt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte, oder über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Teil. Viele Grüße aus Alicante und bis dann.